Was ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das gesetzliche Rentenrecht kennt insgesamt 17 Rentenarten. Eine davon ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch als 63er-Rente oder als Frührente bezeichnet. Sie ist eine vorzeitige Altersrente, die nur abschlagsfrei in Anspruch genommen werden kann. Das Gesetz kennt sie in zwei Varianten, und zwar seit 2012 mit Vollendung des 65. Lebensjahres und seit dem 1.7.2014 mit Vollendung ab dem 63. Lebensjahr und als Voraussetzung 45 Jahre Wartezeiten. Das sind Pflichtbeitragszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten naher Angehöriger, Kinderberücksichtigungszeiten, Arbeitslosengeld 1-Zeiten auch, aber 2 Jahre vor Rentenbeginn nicht, nur wenn die Arbeitslosigkeit wegen Insolvenz oder vollständiger Betriebsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde. Dazu gehören auch freiwillige Beitragszeiten, aber 2 Jahre vor Rentenbeginn dann wieder nicht, wenn diese mit Arbeitslosengeld 1-Zeiten zusammenfallen. Auch Ersatzzeiten sind Wartezeiten. Der Hinzuverdienst von mehr als 6.300 Euro Jahresgrenze wird an die Rente angerechnet, dann wird diese als Teilrente ausgezahlt. Sie kann auch als Teilrente frei gewählt werden. Näheres zur abschlagsfreien Rente mit 63 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.